Hallo. Jetzt geht es um Bokashi. Und zwar, wir zeigen euch verschiedene Sorten Bokashi, Gras-Bokashi, also Rasenschnitt-Bokashi, Bokashi aus Küchenabfällen und für Interessierte am Ende noch Pferde-Bokashi. Und nicht aus Pferdekacke, sondern für Pferde zum Füttern. Warum macht man Bokashi und lässt es nicht einfach kompostieren? Also Bokashi ist das gleiche, ist ähnlich wie Sauerkraut. Unter Luftabschluss passiert eine Fermentation, also eine Ansäuerung von organischem Material. Und es passiert immer wie im Sauerkrautbehälter in einem begrenzten Gefäß. Und so kann, also zum Beispiel in dem Eimer hier, können die Nährstoffe, die auch umgewandelt werden, nicht einfach weg. Und zusätzlich bei der Fermentation, da komme ich später noch zu, bei der Fermentation entstehen Vitamine und Antioxidantien. Man macht also aus dann 100% organischem Material, was dann als Nährstoffe wieder im Gartenboden in den Kreislauf gehen kann, sogar noch ein bisschen mehr. Zuerst Grasschnitt. Und zwar, wir haben hier heute Morgen einen handelsüblichen Rasenmäherkorb voll gemacht und der ist jetzt auch schon ziemlich heiß. Weil es ohne EM und es ist einfach heute Morgen schnell gemäht. Und wer einen wirklich großen Garten hat, kann Bokashi auch in großen Tonnen machen. Wir haben zum Beispiel diese blauen Tonnen. Ich zeige es euch jetzt in einem kleineren Gefäß. Und zwar, man kann es auf eine Plane machen. Man legt eine Plane aus und kommt mit seinem Grasschnittkorb und breitet es aus und kann dann schön ist zu zweit, einer stampft und wirbelt durch und der andere spritzt oder sprüht EM. Und zwar in einer guten Verdünnung von 1 zu 50 bis 1 zu 200. Und wenn man weniger verdünnt, ist es sicherer, dass es wirklich alles gut angesäuert und gut mariniert ist. Also als würde man einen Salat marinieren. Schön, dass es überall hinkommt. Geht auch mit Laub. Und wenn es weniger verdünnt ist und es wirklich gut mariniert ist, dann ist es sicherer, dass es überall auch in den Ecken ansäuert. So, ich würde jetzt einfach anfangen. Würdest du sprühen? Also man macht es zu zweit. Ich nehme jetzt hier meine Handvoll Grasschnitt und sprühe rein. Und einer sprüht und einer mischt. Und jetzt, also wir machen das jetzt im Kleinen mit der Hand, man kann es auch wirklich im Großen machen, mit der Forke oder man gießt mit der Gießkanne. Wichtig ist, es ist alles schön angefeuchtet. Ich mache noch zwei Hände. Es geht auch, wenn man Brennnessel mäht oder alles andere. So, und es sollte dann eine Konsistenz haben. Kommt auch so ein bisschen aufs Material an, aber wenn man so einen Ball macht, dann soll der nicht. Na, ein bisschen kannst du? Ja. Wenn man das so knödelt, dann bleibt es ungefähr ein Ball und es soll nichts raus. Tropfen. muss man mal mischen. Es ist auch erstaunlich saftiges Gras für die Witterung. Also so, es ist aber auch ziemlich hart, das Gras. Also Laub kann man so lange vor, das kann man einfach nicht zu Bällen kneten. So, aber sozusagen es ist so ein bisschen so. Und man kann, wenn man jetzt keine große Tonne hat oder man will einfach keine große Tonne in den Garten stellen, das ist eine super Variante, so Säcke zu nehmen. Und da lohnt es sich einmal zu investieren in so richtig fette schwarze oder blaue Säcke. Es gibt manchmal solche großen, so zum Renovieren für Tapeten und so ein Krempel. Weil so ein Sack ist also der ultimativ variable Gefäß für Grasschnitt. Ich habe jetzt ja wirklich wenig. Ich drücke das zusammen. Wenn ich viel auf einer Plane habe, dann schaufel ich das in die großen Säcke und dann mache ich auch wirklich mit vollem Körpereinsatz, versuche ich da die Luft rauszupressen. Das ist jetzt hier so ein kleiner Sack. Und das Geheimnis ist, dass man den zudreht. Und manchmal hat man ja noch so einen Zipfel.
Und dann kann man den so auf das Gedrehte legen. So. Dann ist es so, dass wenn viel Sickersaft entsteht, also wenn sozusagen die gedrehte Nappi unten ist, dass durch das zugedrehte kann Sickersaft so ein bisschen ablaufen. Also man hat nicht zum Schluss so ein vollendes Bobble, da wo der Sickersaft stehen bleibt, da fault es schnell. Es kann also ablaufen und manchmal findet auch durch diesen gedrehten Rüssel schon der erste Regenwurm Futter. Also manchmal macht man sie auf. Und so kann man auch verschiedene Materialien. Man hat jetzt über den Sommer, die Beete sind alle voll, man muss gar nicht so viel verteilen, man hat aber Grasschnitt, macht den in Säcke und legt den einfach irgendwo hinter den Schuppen unter die Büsche, wo es nicht stört. Und da können die auch ziemlich lange liegen bleiben. Wenn man so viel Auswahl hat im Garten, ist es toll, wenn die nicht in der prallen Sonne liegen. Wenn sie in der prallen Sonne liegen oder da ist kurz Sonne drauf, dann ist es so. Bei den Temperaturen wie jetzt ist es eigentlich schon nach 4 bis 6 Wochen durchfermentiert, dann macht man den auf und dann riecht es eigentlich würzig, sauer. Ich finde appetitlich. Wenn jemand keine Essiggurken mag, dann ist es nicht so appetitlich. So. So viel zum Rasenbokashi. Geht auch. Ja, also je holziger die Materialien, desto schwieriger lassen sie sich fermentieren, weil sie sich nicht so komprimieren lassen und wichtig ist, dass man die Luft zwischen den einzelnen Pflanzenteilen rausdrückt. Das geht jetzt hier beim Grasschnitt total super. Ich stampfe das hier so zusammen und es ist eine ganz feste Masse. Wenn man aber so Laub hat oder Schilf oder ja, mit Zweigstücken ist es auch im Sack ein bisschen schwer, dann hockt man sich drauf und ist der Sack kaputt. So, wenn man das Ganze jetzt noch, das war normales Bokashi, man kann nochmal den gleichen Schwung machen und Super Bokashi draus machen. Und das Super an Super Bokashi ist, dass es gleich mit Holzkohle durchfermentiert. Und ich würde, um euch nochmal so ein Mischungsverhältnis zu zeigen, wieder so meine 4 Hände Gras nehmen. Heiß. Und dann, also es ist jetzt, wenn ich drauf drücke, ist es kaum der halbe Eimer voll. Und ich würde, das ist unsere Trieterra Streu, also Holzkohle und 2 Gesteinsmehle und schon ein bisschen EM dazwischen. Aber man kann auch nur Holzkohle nehmen. Und würde immer so, tja, wie ist die Dosierung? Ich hätte jetzt hier eine Handvoll eingestreuselt. Und ist auch gut vermischt. Dann ist es so, man kann die Holzkohle, wenn man auf Nummer sicher gehen will, auch vorher mit DM durchsetzen. Dann kommt von da sozusagen, es ist wie ein Mikroorganismenspeicher, wenn man es dann gut vermischt. Können die Mikroorganismen aus der Kohle sozusagen überall auch wirken. Und während es durchfermentiert und die Zellwände kaputt gehen, deswegen entsteht auch der Sickersaft am Ende, oder während der Fermentation. Und während die Zellwände kaputt gehen und die organischen Materialien wieder umgewandelt und freigesetzt werden, können die Holzkohlestückchen das organische Material gleich speichern. Also Super Bokashi, wenn man es dann direkt ins Beet gibt, hat man die Holzkohle schon mit eingearbeitet und den Langzeitspeicher schon aufgefüllt. Und dann Super Bokashi genauso in Tonnen oder in den Sack. Wir können es jetzt noch drauf machen. Kann ich euch noch mal zeigen, den Zwisch entflickt. Also drücken, drücken, drücken. Drehen. Und dann würde ich jetzt, also es ist jetzt hier wirklich ein langer Rüssel übrig geblieben, so irgendwo an die Seite. Genau. Ja, kann man, ich wollte jetzt nicht nochmal, aber wirklich. Dann unser Küchenbokashi. Da muss ich jetzt spontan was sagen, wenn ich ihn aufmache. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Zuerst kann ich mal Sickersaft ablassen.
kommt was. Aha, mhm. Könnt ihr mal durchgehen und riechen? Analysieren, was für Schalen riecht. Zum Beispiel? Mhm. Und es riecht sauer und bisschen fruchtig. Und es soll auch nicht faulig, es soll nicht faulig riechen. Und es riecht, also es ist erstaunlich, auch so verschieden. Manchmal riecht es sehr nach Knoblauch. Wir haben hier, der Bokashi-Eimer hat hier unten drin ein Sieb. Und man füllt ihn ja so, wie es in der Küche anfällt. Also abends nach dem Kochen. Man kann es noch ein bisschen kleiner schneiden. Man kann aber auch die Sachen so, wie sie sind, wie sie vom also was hat man in Brokkolistrunk, Orangenschalen, Möhrenschalen, Kartoffelschalen. Man hat ja in der Küche nicht solche riesigen Zweige, die anfallen. Man hat mal einen Grünkohlstrunk. Den würde ich vielleicht in Stückchen schneiden. Und dann, so wie es kommt, sozusagen, kommt es von alleine in Schichten. Und jedes Mal, wenn man was reinmacht, Deckel auf. Und dann sprüht man auch effektive Mikroorganismen 1 zu 100 verdünnt. Ein bisschen drüber und stampft es so gut es geht fest. Und entweder man nimmt die Hand oder man hat gerade was zu tun. Diese Dinger haben auch so eine kleine schwarze Kelle, womit man das gut runterdrücken kann. Und solange man den füllt, ist es auch okay, wenn der hier oben noch viel Luft hat. Wenn man isst, man macht den sowieso jeden Tag auf. Wenn der dann voll ist, wird die sozusagen diese Luftkammer hier oben immer kleiner. Und dann, wenn er voll ist und man lässt den zu, dann ist es auch wie im Sauerkrauttopf, dass so dann nach 1-2 Tagen, sieht man es beim Sauerkraut, dass dann der Sauerstoff oben sozusagen verdrängt ist durch so Sauerkrautgas. Wir machen immer als stetigen Luftabschluss während des Füllens haben wir hier so ein, manchmal gibt es so Apfelsaft-Bag-in-Box-Systeme, so eine Dinger. Und man kann ganz cool die wieder mit Wasser befüllen, wenn man das offen hält und dann Wasser tut. Und die passen erstaunlich gut in diese Eimer. So, also, ich sehe in diesem Bokashi eine Menge Zucchini, riesige Zucchini und erstaunlich orangen Zucchini. Und die ersten kannst du, ich versuche nochmal ein bisschen hochzureißen, der hat so viel, seht ihr das Weiße außen? Das sind Strahlenpilze, es ist auch eine Art Schimmel, aber die sind nicht schädlich, es ist eher wie der Kuschelige auf dem Camembert. Ich würde ihn jetzt auch nicht essen, aber es riecht auch nicht nach Schimmel, es riecht erstaunlich wirklich nach Käse. Und hier gibt es auch so Papierservietten. Also man kann alles organische Material bokashieren. Natürlich, wenn so ein Knochen da mitfährt eine Runde, der wird nicht weicher. Ich finde es ganz gut. Also es ist, ihr habt ja auch den Sickersaft, hat sich ja so ein bisschen bei euch da verteilt. Es war sauer, das ist schon mal ein gutes Zeichen, es soll ja säuern. Und wenn es nicht faulig oder wirklich nach Schimmel riecht, wie so muffig, dann ist es gut. Und es riecht immer besser unterschiedlich, ob man viel Zwiebeln drin hat oder über den Sommer viel, viel Obst oder im Winter so trockene Schalen vom Sellerie oder so. Aber sobald es so angenehm kompostig sauer riecht, ist gut. Immer der Nase nach. Man sagt, man soll nicht so viel Flüssigkeiten in Bokashi einmal tun, also Saftreste oder Soßen oder so, weil die einfach, also es läuft einfach durch und dann hat man es im Sickersaft. Der Sickersaft, habe ich vorhin schon gesagt, entsteht, weil die Mikroorganismen die Zellen angreifen und so eine Orangenschale, also oder jetzt war jetzt Zucchini hier, die sieht einfach aus, als hätte ich die gedämpft, als hätte ich die eine Weile gekocht. Das sieht aus wie eine gekochte Kartoffel. Das ist auch so, es ist auch wirklich die gleiche Konsistenz. Es hat sozusagen die Zellwände gesprengt und dadurch kommt die viele Flüssigkeit raus. Und das ist das, was man unten zusammen mit vermehrten Mikroorganismen abfängt. Das ist also im Prinzip auch eine Art EMA, vermehrte Mikroorganismen mit viel Vitaminen und Mineralien aus den Zellen. Und das ist ein ganz wunderbarer Dünger für Zimmerpflanzen. Und auch wenn man kurz meint, naja,
riecht jetzt zwar schon sauer, aber intensiv. Der ist so potent, den Reis reicht, den 1 zu 200 zu verdünnen und dann mit Zimmerpflanzen zu gießen. Und dann verfliegt der Duft auch schnell. Oder ich habe es noch nicht, dass jemand reinkam und sagt, boah, bei dir riecht aber nach Kompost. dann entscheiden sich die Geister, ob man auch so Fleischreste oder Käse oder sowas mit fermentiert. Es ist auch organisches Material, die Mikroorganismen zersetzen es auch und machen es klein und ich weiß nicht, ob die Palme dann so Bock auf Steaksaft hat, aber also so. Ja. Oder ist noch eine Menge Sickersaft. Irgendwann nach einigen Tagen hört es auf mit dem Sickersaft. Also je nachdem, was man auch hat. Wenn man trockenere Sachen hat, geht es auch schneller. Manchmal gibt es auch keinen Sickersaft. Und ach, jetzt kann ich euch nochmal. Ja, der ist ja blickdicht. Also nee, ich meine so Wärme. Ach so. Also er steht in der Küche. Die ist so, so eine handelsübliche Küche zwischen 15 und wenn man schlecht wohnt, 30 Grad heißt. Genau, und wenn der voll ist, dann stelle ich ihn, also wir stellen ihn raus in das Haus, da ist immer Schatten und da ist es kühl, da ist es auch im Sommer kühl. Also ich würde ihn nie in die Sonne stellen, wenn man, genau, raus ins Kühle. Eigentlich wie die Grasschnittbeutel unter die Büsche in Schatten hinter den Schuppen. Wenn man, also die gibt es ja im Doppelpack und man macht, einer ist voll und der fermentiert vor sich hin und der nächste ist auch schon voll, kann man auch einfach den ersten aufmachen, dann hat, ist der schon mal gut. Also entweder man braucht für den zweiten so lange, dass der erste nach 4 bis 6 Wochen fertig ist und man kann ihn verteilen. Oder man kann auch den umfüllen in so einen Sack, zudrehen und weiter fermentieren lassen. Das machen wir ganz oft. Ja, weil die, also wenn ich sozusagen meinen Abfall da habe, dann tue ich den Kirschkern nicht in eine extra Schüssel. Also es kommt da einfach alles rein. Nee. Also wir könnten mal so einen 3-Jahres-Ferment-Versuch machen, aber bis jetzt ist er nicht. Ich wollte euch nochmal, alles ein bisschen festgebappt. Alles. Da gibt es genau die Sache gespritzt oder nicht. Also die Mikroorganismen zersetzen auch die Haltbarmacher und Pestizide auf den Schalen. Sicher irgendwann. Kann man entscheiden, wie man möchte. Also, ja, man merkt auch manchmal, wenn man, zum Beispiel wenn man EM gießt und man sät im Beet danach ganz, ganz feine Samen, dass, also so Salat und ganz feine Sachen oder wie Gräsersamen, dass die schneller zersetzt werden, als sie aufgehen können. Und wenn man so, also wir haben auch, jetzt ist zum Beispiel so eine Handvoll Melone, oder es ist vielleicht auch noch von unserer lieben Zucchini, die sind jetzt auch schon ganz weich. Der stand auch wirklich eine ganze Weile. Die hier kommen nicht mehr, die kann ich mit dem Fingernagel zerdrücken. Und wenn man, also wenn man Unkrautsamen hat oder auch so Gierschwurzeln oder sowas, und wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann kann man sozusagen die so ein bisschen in der Sonne kochen und den Sack oder den Eimer in die Sonne stellen. Dann ist die Fermentation, also das Überleben der Mikroorganismen, nicht mehr so gesichert, weil es wirklich heiß wird, aber die Unkrautwurzeln und so sind dann wahrscheinlich durchgekocht. So, also wenn ich jetzt nachstelle, das ist das Rest vom indischen Essen. Also ich habe jetzt so, ich habe jetzt gekocht, dann habe ich, naja, wer hat denn so eine Handvoll Möhren? Also das ist eigentlich fast schade. Dann habe ich so, naja, nach einem Essen noch ein bisschen Kartoffelschalen, dann hatte ich noch ein bisschen Salat, Grassalat. Dann ist so meine Schicht hier drin. Dann habe ich, es gibt auch, also so ein Ding hat ja keiner in der Küche, aber so eine normale Sprühflasche, wie so ein Blumensprüh. Dann sprühe ich das voll, dass es so ein bisschen benetzt ist. Und es soll gar nicht wieder unten durchlaufen. Und das mische ich nicht nochmal durch. Also wer möchte, kann da auch nochmal so. Aber und dann mache ich es, wenn ich diese Kelle habe, drücke ich es ein bisschen an und dann Deckel drauf und ist auch gut. Wer will und mit diesem 1 zu 100. Ja. Hm? Nö. Und
dann habe ich, dann mache ich EM drauf und lasse es stehen. Wer mit diesem Apfelsaftding arbeitet, kann es kann jetzt drauf, aber man hat halt auch immer dieses bemalte Teil dann in der Küche, wenn man wieder was drauf tut. Muss man überlegen, wie man es macht. Naja, dann vergeht ein Tag, dann wird wieder gekocht, es gibt wieder Möhren und Kartoffeln. Oh, heute gab es noch Zucchini und Blumenkohl. So, jetzt ist zum Beispiel die Sache, hier ist so ein dicker Blumenkohlstrunk. Der ist ja auch total saftig und weich. Also den, es gibt Leute, die schneiden das gerne klein, dann geht es auch wirklich schneller, aber es muss nicht. Also, und auch wenn das wieder rauskommt, das ist nämlich spannend, also unsere Zucchini sah vorhin so durchgekocht aus und nach 4 Wochen, gerade so Orangenschalen oder Ananas oder so, sieht aus wie frisch, manchmal wie so sachte gedämpft. Also gerade so eine Orangenschale, man denkt immer, naja, es ist so ein bisschen vergangen, aber man macht es auf und die Orangenschale ist immer noch knackig und halbrund und saftig orange. Und wenn man sie genau anguckt, dann ist sie auch so ein bisschen matter und die Zellen sind aufgegangen. Und so angesäuert, wie sie dann ist, wenn man sie dann in den Gartenboden gibt, dann habe ich das Gefühl, die Regenwürmer riechen es über hunderte Meter und sie ist total schnell weg. Oder total schnell sind Regenwürmer und Bodenlebewesen da. Oder der Fuchs. Ja, ja, habe ich schon, Pappe oder auch so Serviettenreste oder so, ja. Also ich mache nicht mehr rein solche bedruckten Servietten, weil es gab mal einen Beitrag, dass die ultraschädliche Farben haben. Habe ich aber auch eingesetzt. Also, aber so ein Küchentuch oder so eine Rotzfahne, die kommt da auch rein. Die guten Mineralien, die muss man haben. Also der nächste Abend, wieder gesprüht. Bisschen wieder festgedrückt und so weiter. Auch aus diesem Küchen-Bokashi-Eimer kann man super Bokashi machen mit der Holzkohle. Und dann muss man es auch gar nicht groß mischen, weil man den ja sowieso in Portionen füllt. Dann nehme ich einfach ein Händchen und streusel das drüber. Und wenn man das macht, bevor man EM sprüht, dann wäscht es das gleich so ein bisschen ein. Also, ja, wenn ich jetzt ist es oben auf. So. Nein, jetzt nicht mehr. Und wenn ich dann sprühe, dann verteilt es sich auch. So, irgendwann ist er voll. Jetzt kann ich mal mein Ding auflegen da. Jetzt fahre ich erstmal weg. So. Schön. Urlaub. Und so, wenn man sagt, ich fahre jetzt eine Woche weg, dann kann der auch mit diesem, also dann würde ich ihn vielleicht nicht halb voll stehen lassen ohne Zwischenbedeckung. Aber mit so einem Ding ist ganz gut. So, schön. Gibt es? Achso.